Hey Leute, und willkommen zur weiteren Folge von Bloons Tower Defense 6. Ich habe die letzten zwei Monate Lügen erzählt. Nicht bewusst. Ich glaube, es nennt man Mandela-Effekt. Und zwar, ich wurde ja auch nicht korrigiert. Und zwar war ich fest der Überzeugung, dass im nächsten Update der Klebstoffaffen-Paragon reinkommt. Das habe ich mehrmals gesagt. Aber eben wurde dieser Teaser veröffentlicht, weil ich dachte, okay, soll doch der Klebstoffaffe reinkommen. Das ist definitiv nicht der Klebstoffaffe. Und dann habe ich mir nochmal angeguckt, was Ninja Kiwi vor zwei Monaten zum letzten Update geschrieben hat, und zwar folgendes. Ace Paragon. Die haben von Anfang an gesagt, dass im nächsten Update der Flieger als Paragon reinkommt. Ja, der Flieger kommt als Paragon rein mit dem nächsten Update. Ich habe das anscheinend komplett ausgeblendet. Da jetzt aktuell auch ja Bloons Tower Defense Battle 2 ein Update gekriegt hat, ist das dann nicht mehr allzu lange hin, bis auch das Update hier rauskommt. Ich denke nächste Woche. Hoffe ich mal. Und ja, wir wissen ja nicht nur, dass der reinkommt, sondern da steht ja auch neuer Boss, Dread Bloon. Also der wird dann wahrscheinlich morgen, heute, Montag, irgendwann nächste Woche angeteasert. Und dann kommt das wahrscheinlich auch schon raus. Wie der funktioniert, der hat halt ein Schild. Und in jeder Bossphase kriegt er halt immer einen neuen Schild. Und der ist halt unverwundbar, bis der Schild weggemacht ist. Mit Bossphasen meine ich übrigens auch die Phasen, wo Licht zum Beispiel unverwundbar wird, wo Lunarius die Welle ausspuckt und so weiter. Zwei neue Maps kommen rein. Und außerdem kommen noch so ein paar Blendsänderungen rein. Aber nee, Fliegende Festung 2.0 scheint jetzt zumindest die Basis zu sein von der Fliegenden Festung. Das sieht aus wie zwei fliegende Festungen, die aneinander geklebt wurden und dann rot angemalt wurden. Ich weiß aber nicht, wo hier Raketen rausgeschossen werden, ehrlich gesagt. Und ja, meine Theorie ist ja, dass das nicht eine Kombination aus allen Stufe 5 Affen ist, sondern dass der halt eine fette Bombe hat, die der abwirft, dass der sonst eine verbesserte fliegende Festung ist und von der oberen Skillung verschießt der halt manchmal so Anti-Moab-Raketen. Aber ich weiß nicht, wo hier die Anti-Moab-Raketen rausgeschossen werden sollen. Aber der sieht ja jetzt nicht den Himmelsschredder ähnlich. Der hat die Streifen. Aber hat der nicht auch... Nee, der hat keine Streifen. Der hat die Ja. Das, was der vom Himmelsschredder hat, sind die Streifen. Eine Seite, nur dass die da nicht rot sind. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, es wäre ein bisschen Aua für die Augen, wenn der den Himmelsschredder-Effekt hätte. Aber ich dachte mir, um die Skillung willkommen zu heißen, werden wir den mal im Schimpansenmodus beschwören. Also die fliegende Festung. Und soll ich Just for Fun Benjamin mal raushauen im Schimpansenmodus? Das bringt ja fast gar nichts. Ich mach's, glaube ich, trotzdem mal. Habe ich irgendeinen Leak gesehen? Oder ich glaube, ich habe ein Fanart gesehen. Kann das sein? Ich glaube, ich habe ein Fanart gesehen, wo jemand einen Klebstoffaffenparagon gemacht hat. Und ich dachte, oh, das sieht gut aus. Und irgendwo mein Kopf habe ich dann aus Versehen abgespeichert, dass das der nächste wird. Oder wurde es irgendwo gesagt? Ich weiß es nicht, aber er kommt nicht rein. Und ja, alleine vom Schaden müsste der Flieger ja eigentlich der stärkste Paragon im Spiel sein. Weil bis jetzt der stärkste Paragon vom reinen Schaden ist ja hier der. Navarch der Meere, zweitstärkste ist der Boomerang-Affe überraschenderweise. Die fliegende Festung ist eine der stärksten Einheiten im gesamten Spiel. Es macht nur Sinn, dass der Paragon davon auch eine der stärksten Einheiten ist. Weil sehen wir hier irgendwas, was Ground Zero-mäßig aussieht oder Zar-Bomben-mäßig? Eigentlich nicht, ne? Aber was? Bomber-Ass nur? Das könnten die wahrscheinlich machen, ne? Also ich würde denen zutrauen, dass sie den einfach einen stärkeren Bomber-Ass geben. Dass der zwar auch Bomben runterwirft, das aber halt nicht die Wucht von der Zar-Bombe hat oder so. Das kann ich mir doch gut vorstellen, ja. Dass der dann am Ende quasi ein 5-3-3 wird. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, ehrlich gesagt. Wir werden es ja erfahren. Spätestens... Na gut, spätestens in zwei Wochen. Solange Ninja Kiwi keinen neuen Modus ins Spiel bringen will, kriegen die ja auch alles recht schnell raus. Der neue Modus war ja das einzige Problem. Und hat gemacht, dass wir jetzt 22 Jahre auf das letzte Update gewartet haben. Als ob das nicht passt, ist das Affen noch so fett? Wieso bin ich so scheiße? Wieso bin ich so shit? Weil mir fehlt jetzt das Geld, um was rauszuhauen, was Unsichtbare angreifen kann. Und, RIP. Ich muss mal von vorne anfangen. Cool, 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 cool. Dann machen wir jetzt hier so. Ich könnte natürlich auch den in der Mitte skillen, aber der ist natürlich ein bisschen krasser, wenn man hier oben skillt und macht ein bisschen mehr Schaden. Deswegen machen wir es jetzt so. Das sollte klappen. Ich könnte auch einen zweiten machen. Dann ist alles nochmal ein bisschen günstiger bei Stufe 3. Aber Stufe 3 ist hier ja nicht wirklich teuer. Ist doch alles cool. Wir müssten eigentlich auch mal hier machen, dass die Unsichtbare angreifen können. Aber ich glaube, der Ninja kann erstmal ein bisschen aufräumen, da passt das. Okay, ich mache jetzt hier den noch auf Berserkergebräu. Einmal hier. Jetzt gleich zweimal hier, dann sind wir gut genug für Runde 40. Und dann können wir auch hier auf Mitte gehen.
Dann mache ich den auf Stufe 4. Und dann sparen wir mal und gucken, ob wir die fliegende Festung rauskriegen am Ende des Tages. Könnte schon reichen. Bei Runde 40, safe. Reicht safe, um ihn gut zu kriegen. Ja. Übrigens schade, dass die Reduzierung nur bis Stufe 3 geht. Weil Stufe 4 günstiger wäre ja richtig, richtig groß. Was man dann alles raushauen könnte. Falls ihr übrigens das Video zum nächsten Update nicht verpassen wollt, dann könnt ihr mal Klick beim Abo-Button machen. Und das habe ich schon mal auch angesprochen, aber ich habe gestern ein Video zu StumbleGuys gemacht, weil ich irritiert festgestellt habe, dass es StumbleGuys-YouTuber gibt. Und dann haben ein paar Leute gesagt, ah, Bardo, du machst dich über StumbleGuys lustig. Aber Bloons ist doch genauso ein anspruchsloses Kiddie-Game. Und ich finde, das ist sehr leicht zu überführen, dass Bloons eigentlich ein relativ komplexes Spiel ist. Weil Bloons Story von 6 ist eigentlich ein komplexes Rätselspiel, was getarnt ist als kleines, lustiges, unschuldiges Affenspiel. Relativ simpel kann man das übrigens herausfinden, dass Bloons und StumbleGuys eigentlich nicht im gleichen Satz genannt werden sollen. Pack einfach mal einen 8-Jährigen vorm Computer und lass ihn das schwerste Level in StumbleGuys spielen, 14 Stunden. Ich verspreche dir, der wird das Level meistern und ein absoluter Meister sein, nach 10 Stunden im schwersten Level. Wahrscheinlich wird er schon Meister sein nach 5 Minuten, ehrlich gesagt, weil das Spiel ist sehr leicht. Pack mal einen 7-Jährigen in die schwerste Map im Bloons Tower Defense 6. Der soll ruhig alle Affen haben und sagt ihm, ey, du musst den Schimpansenmodus schaffen in 10 Stunden. Ein Anfänger, der das Spiel vorher nicht gespielt hat. Ich verspreche dir, der kriegt das ohne Guide im Internet nicht hin in 10 Stunden. Selbst mit Guide kriegt er es wahrscheinlich nicht hin in 10 Stunden. Du könntest den da ohne Guide bestimmt 50 Stunden dran setzen und der würde es nicht hinkriegen. Und das ist nicht mal eine Übertreibung. Das Spiel ist halt wirklich, wirklich schwer. Und das als Kinderspiel abzutun, weil es halt eine süße Optik hat, weiß nicht, wird dem Spiel nicht gerecht. Weil erstmal musst du lernen, was alle Affen machen. Das ist schon schwer genug, weil alle Affen haben versteckte Effekte, die da nicht stehen, was auch daran liegt, weil die Texte teilweise scheiße sind. Bloon-Probleme, wir haben die Lösung. Ja, was heißt das denn? Das ist erstmal schwer, zu wissen, was alle Affen machen. Dann musst du lernen, mit dem Geld richtig umzugehen. Was brauche ich wann? Okay, cool. Dann musst du lernen, welche Ballons kommen, in welcher Runde, in welcher Reihenfolge. Das musst du lernen. Dann musst du lernen, wie die einzelnen Spielmodi funktionieren. Warum ist der Schimpansenmodus anders als der Modus halbes Geld? Dann musst du noch lernen, was die Helden machen. Welcher Held ist der beste Held für welche Map? Welcher Affe ist der beste Affe für welche Map? Und einfach zu sagen, ja, du bist ein Kinder. Das ist ein bisschen zu simpel, ehrlich gesagt. Weil ich meine, ich habe über 800 Stunden Spielzeit in diesem Spiel und ich lerne immer noch neue Dinge zum Spiel. Wenn du 800 Stunden Spielzeit in StumbleGuys hast, kannst du das Spiel wahrscheinlich blind spielen. Das ist jetzt eine Referenz zu meinem Video, wo ich Bloons blind einmal geschafft habe, im Schimpansenmodus. Das ist vor 3 Wochen rausgekommen. Da habe ich einen Schimpansenmodus mit verbundenen Augen durchgespielt. Und das könnt ihr euch ja mal angucken, gucken, ob ich das geschafft habe oder nicht. Wir können übrigens nicht ins Detail gehen. Aber hat einer von euch das Drama um Schach mitgekriegt? Um es mal vage zu halten. Wenn ja, seid ihr der Meinung, dass der Gegner von Magnus Carlsen geschummelt hat? Ja, nein, vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich fände es aber lustig. Zumal wir ja, glaube ich, auch ein bisschen weniger Geld machen, weil wenn der einen schrumpft, können wir das Kleinvieh nicht killen, was Geld macht. Also eigentlich macht uns Benjamin armer, als wir eigentlich sind und backfired komplett, was das Geld angeht. Oder? Der Heck war jetzt nice. Zumal der sehr lang gehalten hat. Heck. Die ist down. Sind so viele Zombs. Ist wahrscheinlich zu viel. Wisst ihr was? Ich glaube, ich mache eine Planänderung. Ich glaube, ich will jetzt einfach mal alle auf Stufe 4. Ja doch. Wir machen eine Planänderung. Wir haben einfach alle Flieger auf Stufe 4 raus. Sein der Leck kommt gleich, aber das Leck. Das haben wir noch geschafft. Das jetzt könnte aber dann zu viel sein, ehrlich gesagt. So. Ja, das ist zu viel. Das ist zu viel, das kriegen wir nicht kaputt. Haben wir alle auf Stufe 4 mindestens draußen und die Mitte Stufe 5. Ist natürlich doof, weil ich habe jetzt so vorsichtig gespielt und mit dem Geld bin ich so vorsichtig umgegangen. Und ich werfe das jetzt alles über Bord. Ohne Grund. Aber ich gebe wirklich Benjamin die Schuld. Ohne Benjamin würden wir es halt hinkriegen von der Kohle. Bin ich fest von überzeugt. So, Zarbombe. Jetzt. Wie können zwei DDTs so lange leben?
das Setup und alles. Das ist alles nicht so ideal. Wir kriegen die Runde noch gerettet bestimmt. Da müssen wir aber echt nur aufpassen. Ich mach mal... So. Die Zawambe sollte sich nochmal rechtzeitig aufladen in der Zwischenzeit. Dass wir nochmal rausholen können. So, Zawambe. Au. Au, 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 au. Okay, Moment. Wir brauchen jetzt die Erstschlagfähigkeit für die gepanzerten DDTs. Reicht vielleicht, ehrlich gesagt, nicht. Vielleicht haben wir es gechoked. Vielleicht haben wir hier... Ja, ja, es reicht nicht, es reicht nicht. Wir haben es gechoked. Wir haben es ganz groß gechoked. Nee, reicht nicht. Ich glaube, wir könnten zweimal Schneesturm rausholen von der Kohle. Kann das sein? Es reicht nicht. Es reicht nicht! Es reicht nicht! Ja, Überraschung ist nicht genug Schaden. Ja, das wäre die Welt ohne Benjamin. Geld ist ungefähr passend, by the way. So hätte die Welt aussehen können, wenn wir Benjamin nicht dabei gehabt hätten. Ist schön, oder? War voll eine krass fliegende Festung. Aber ist okay. Die Welt ist nicht immer schön, manchmal hat man eine hässliche Welt. Und, ich bin gespannt auf den Paragon. Ich bin sehr gespannt auf den Paragon. Das Video ist ein L. Das Video ist ein L. Habe ich mir anders vorgestellt. Es muss ja an Benjamin dann gelegen haben. Woran denn sonst? Aber ja, wir sehen uns zum nächsten Mal, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, lasst doch mal ein Abo da. Pain. Bis dahin. Und ciao.